Hi, mein Name ist Marcel Hanisch, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe 2012 bei ZDF angefangen als dualer Student, damals im Bereich der Elektrotechnik und bin jetzt seit 2018 als technischer Projektleiter im Bereich der Leistungselektronik bei ZDF angestellt. Beginnen wir das Projekt damit, dass wir die Kundenanforderungen bekommen und auf Basis der Kundenanforderungen dann ein entsprechendes Konzept erstellen, vor allem anfangs ein mechanisches Konzept. Für die Hardware wird zunächst ein Schaltplan erstellt. Der Schaltplan wird dann in ein Platinenlayout umgesetzt. Das Platinenlayout muss natürlich auch in die Mechanik entsprechend reinpassen. Die Software wird parallel zur Hardware und Mechanik entwickelt, die wir dann darauf flashen und am Ende das Gesamtsystem auf dem Prüfstand testen. Besonders spannend ist es dann, wenn das Gesamtsystem zusammengebaut ist und wir ins Fahrzeug kommen und wirklich sehen, was der Inverter im Betrieb, im Fahrzeug, im Gesamtsystem macht. Ich sehe die Elektromobilität einfach als Zukunftstechnologie und auch gerade im Team finden wir immer wieder neue Lösungen und das macht einfach jeden Tag aufs Neue Spaß, in diesem spannenden Feld zu forschen und zu entwickeln. Und ich freue mich, dass ich hier Teil dieses Wandels sein kann, miterleben kann, was für Energie in so einem Elektromotor steckt, inklusive der Leistungselektronik mit den extremen Strömen, extremen Spannungen. Macht einfach extrem Spaß, auch in diesem spannenden Feld dann mitzuarbeiten. ZDF bietet mir die Möglichkeit, schon in meinen jungen Jahren eine verantwortungsvolle Tätigkeit zu übernehmen und das in der Elektromobilität, also eine der Zukunftstechnologien. Und deswegen bin ich stolz, Teil des ZDF-Teams zu sein.